Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Part vom Photoshop Grundkurs. In diesem Part beschäftigen wir uns mit den Filtern und Effekten. Und ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Bei den Filtern und Effekten handelt es sich um quasi das größte Thema im Photoshop. Das heißt, mit Filtern und Effekten arbeitet man eigentlich immer. Natürlich, die anderen Videos, die wir davor gemacht haben, sind auch alle sehr relevant dafür. Also schaut sie euch an, wenn ihr sie noch nicht getan habt. Ich lege sie euch ans Herz. Aber in diesem Video beschäftigen wir uns ausschließlich mit den Filtern und Effekten. Als Beispielbild habe ich hier ein Bild von Guild Wars 2 Heart of Thorns, ein Screenshot aus dem Trailer. Und ja, Filter und Effekte sind hier oben unter Filter. Warum auch Effekte? Weil Filter und Effekte quasi das gleiche für mich sind. Wir haben auch noch irgendwo, glaube ich, extra Effekte, aber es sind quasi Effekte. Wir gehen jetzt hier Schritt für Schritt jedes einzelne durch und ich erkläre ein bisschen dazu, was es so alles macht und was es so alles bringt. Ganz oben haben wir für Smart Filter konvertieren. Das heißt, wenn man ein Smart Objekt hat hier, dann sieht man dieses Symbol da. Wenn man zum Beispiel mit dem Pinsel drüber malen will, kann man das nicht und muss das halt quasi auflösen. Das heißt, dieses Datei ist verknüpft in Smart Objekt. Kann man hier wieder zu einem Smart Objekt machen. Wenn es ein ganz normales Bild ist. Wir können natürlich die Smart Objekt Dings einfach, wenn man mal draufdrückt und da auf OK drückt, kann man das wieder wegmachen. Kommen wir zur ersten Filtergalerie. Das ist so ein Riesenbereich, würde ich es nennen. Es öffnet sich ein neues Fenster, wie ihr sehen könnt. Und habt jetzt hier einmal das Bild, was ihr habt. Das Bild. Und das sieht seltsam aus. Ihr könnt hier verschiedene Filter anwenden. Einmal habt ihr die Kunstfilter, wo halt das Bild so überfiltert wird. Ist halt ein Filter, Kunstfilter, sowie Malfilter, wo das dann halt so, als ob es gemalt wäre, gemacht wird. Ihr habt Stilisierungsfilter, beziehungsweise Einstilisierungsfilter. Ihr seht, was er macht. Strukturierungsfilter, wo ihr ein bisschen mit Kacheln oder Pixeln arbeiten könnt, wenn ihr zum Beispiel ein Pixelbild haben wollt, könnt ihr das zum Beispiel so machen. Ihr könnt auch Verzerrungsfilter nutzen. Finde ich jetzt nicht so spannend, kann man aber auch nutzen, so wie die Zeichnungsfilter. Also könnt ihr mal durchklicken, vielleicht ist was Passendes dabei, wenn ihr etwas verändern wollt. Ich tue jetzt mal anhand eines Filters das einfach mal zeigen. Ich mache mal einen Pixelfilter. Weil ich den ganz schön finde und ich glaube, da sollte man es ganz gut erkennen können. Man hat hier immer rechts pro Filter eine verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten. Ist bei jedem immer ein bisschen anders. Hier können wir zum Beispiel die Quadratgröße ändern, also wie groß die Kästchen sind und die Reliefhöhe, wenn ihr das sehen könnt. Man kann hier halt verschiedene Einstellungen und Stärken und Mengen hauptsächlich von den verschiedenen Filtern machen. Hier hat man zum Beispiel bei den Kacheln, kann man die Kachelgröße ändern. Man kann hier Fugenbreite machen, also den Zwischenraum hier, will ich noch relativ klein lassen. Und dann Fugen aufhellen könnt ihr natürlich auch machen, sodass man das besser erkennt, dass es quasi ein Puzzle wird. Hier kann man, sieht man, glaube ich, kann man nochmal durch die ganzen Filter gehen, sofern ich das richtig verstanden habe. Nutze ich selten. Also es sind hier, ja, das sind hier die verschiedenen Filter, nochmal alphabetisch sortiert, die es gibt, sind quasi hier kannst du, sind die all Sachen, die hier sind, sind das hier oben. Und da müsst ihr nichts verändern. Da könnt ihr halt durchklicken, falls ihr genau wisst, wie euer Filter heißt, da könnt ihr alphabetisch schnell draufdrücken und bekommt ihn besser, könnt eure Einstellungen machen und könnt dann hier auf OK drücken. Wenn ihr auf OK drückt, wird das sofort auf das Bild übernommen und die Datei ist so. Man kann es nicht rückgängig machen, so viel ich weiß. Also wenn man jetzt nochmal reingeht, wird es quasi überdeckt, der Filter. Also macht es mit Bedacht. Tut euch, wie ich hier gemacht habe, einfach die eben nochmal duplizieren und darauf den Filter machen. Sicher ist sicher, damit ihr immer das Original noch habt. Kommen wir jetzt nur zum nächsten Dings, die adaptive Weitwinkelkorrektur. Das ist, wenn man fotografiert, ist bei dem Bild jetzt nicht so relevant. Wenn ihr einen Weitwinkel habt, könnt ihr den hiermit einfach leicht korrigieren und so könnt ihr halt euer Bild wieder normal wirken lassen, dass ihr keinen Weitwinkel mehr habt. Also ihr könnt quasi den Weitwinkel herausnehmen.
für den Standard- und einfachen Nutzer von Photoshop ist das relativ unrelevant, nutzt man natürlich selten. Jetzt kommen wir zum Kamera-RAW-Filter. Ich muss sagen, das ist die beste Funktion, die durch Photoshop CC bzw. Photoshop CC 2015 hinzugekommen ist. Ich liebe dieses Dings. Wenn ihr Bilder fotografiert, es ersetzt für mich Lightroom. Ihr könnt hier quasi, es ist wie ein Mini-Lightroom, nenne ich es gerne, könnt ihr das Bild farblich alles verändern, wie ihr wollt, könnt die Belichtung, Kontraste, Lichter, Tiefe, Weiß, Schwarz, Klarheit, ihr könnt hier quasi alles verändern. Ihr seht hier rote Punkte, das heißt, die Farbe ist da nicht mehr verfügbar, die ihr hier eingeht. Müsst ihr ein bisschen schauen, dass das alles funktioniert und könnt hier echt alles machen. Ihr könnt hier rote Augen entfernen, ihr könnt hier, habt ihr die Kurve, die wir auch im letzten Part schon besprochen haben. Ihr könnt hier noch ein paar verschiedene Schärfen machen und Rauschreduzierung und was man nicht alles machen kann. Man kann hier auch, was ich mega cool finde, was es davor nicht wirklich gab, solche, nennt sich das, Verläufe. Man kann es Verlauf nennen. Es heißt hier, ist ein Verlaufsfilter, okay. Kann man hier so Dings machen und kann hier quasi den Punkt auswählen, die Farbeinstellungen wählen, wie ihr sie wollt. Und könnt dann quasi hier auf den Punkt drücken und könnt hier nochmal eine Farbeinstellung wählen, die ihr möchtet. Und könnt so quasi das Bild farblich komplett verändern. Ich glaube, aber man kann nur den Punkt machen. Genau, den Punkt bearbeitet man und hier kann man es quasi auslaufen lassen. Kann natürlich nochmal einen erstellen und können dann den zum Beispiel lila machen und dann habt ihr hier schon eine neue Komposition, die farblich mega gut aussieht. Ihr könnt dann, so viel ich weiß, könnt ihr hier Überlagerung machen. Ihr könnt aber auch eine Maske quasi erstellen. Wer das möchte, ist noch eine super Funktion. Und wie gesagt, ihr könnt hier noch diese Rotkorrektur machen. Und was ich mega geil finde, wenn wir jetzt hier wieder ins normale Feld gehen, der letzte Reiter Vorgaben. Hier könnt ihr, wenn ihr irgendwas gemacht habt, alles gemacht habt und sagt, oh mein Gott, das sieht so cool aus, dieser Filter, könnt ihr diese Vorgabe hier speichern, soviel ich weiß. Einstellungen speichern. Könnt auswählen, welche Einstellungen alle gespeichert werden sollen, die ihr hier vorgenommen. Manche habt ihr vielleicht bearbeitet, könnt ihr rausnehmen, dass die Einstellungen quasi nicht übernommen werden und könnt es dann hier speichern. Könnt es irgendwo auf eurem PC ablegen, beziehungsweise ich nenne das jetzt hier mal GW2 Hot Filter. So nenne ich das jetzt mal. Habt ihr ihn hier und könnt ihn immer auswählen und dann wird ihr auf dieses Bild, egal bei welches Bild, könnt ihr hier in den letzten Reiter gehen, draufdrücken und dieser Filter übernommen. Also quasi, ihr könnt hier quasi eure eigene Filtergalerie anlegen. Ihr könnt auch Filter laden, wenn ihr zum Beispiel aus dem Internet heruntergeladen habt, könnt ihr auf Laden drücken, könnt die Datei auswählen. Es muss eine XMP-Datei sein. Und könnt dann diese hier reinladen und diesen Filter nutzen. Wie geil ist das denn bitte? Ja, eigentlich wollte ich den Filter jetzt nutzen. Wir gehen jetzt auch mal hier kurz in die Filtergalerie und denken so, ja, komisch. Drücken wir auf den Hot-Filter und ihr seht, da, er wurde ordentlich gewendet. Jetzt gehen wir weiter. Objektivkorrektur. Nutze ich sehr, sehr selten. Hier könnt ihr, wie es schon sagt, Objektivkorrektur machen, beziehungsweise generell Bildkorrektur von der Größe ist das. Ihr könnt hier quasi das Bild, was soll man sagen, ist schwer zu erklären. Auf jeden Fall, es ist unrelevant. Es ist nicht irgendwie wichtig oder muss man nicht unbedingt kennen. Verflüssigen ist dahin schon wieder ein beliebteres Dings, was so einige eigentlich mit Photoshop verbinden, dieses Verflüssigungstool. Verflüssigungstool könnt ihr hier einmal, ihr habt einen Pinsel, ihr habt das Bild, könnt hier die Größe vom Pinsel einstellen, könnt den Druck vom Pinsel einstellen. Verflüssigungsfilter arbeitet mit fünf verschiedenen Tools quasi. Das Standardtool ist einfach verwischen quasi. Ihr halt und denkt so, möchte ich einen Stein größer haben, könnt ihr halten, nach oben ziehen, so könnt ihr das Bild quasi ziehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Hier habt ihr das gleiche nochmal bloß in negativ, dass ihr es quasi zurückverzieht, dass ihr es quasi wegmachen könnt. Und hier habt ihr es noch, dass ihr es kleiner macht, dass es sich reinzieht. Und hier habt ihr es noch, dass ihr euch rauszieht, so wie quasi Augen. So kann man in Photoshop viel Scheiß anbauen, viele Bilder versauen, coole Sachen kreieren. Und hier kann man auch nochmal, wie es hier so schön steht, nach links verschieben, Werkzeug machen. Kann man für ihre Tusche, nutze ich das gerne. Das ist auch, kannst du halt das Bild verschieben und kannst halt hier quasi alles bearbeiten, verzerren. Heißt ja auch Verflüssigungsfilter.
Ihr könnt auch das Bild, so viel ich weiß, hier wieder zurücksetzen, falls es euch nicht gefallen hat, und könnt es halt nochmal neu versuchen. Ihr könnt ja außerdem noch zoomen ins Bild rein. Könnt ihr mit der Alt-Taste gedrückt mit dem Maus halt wieder rausscrollen. Habt ihr noch die Maus, die normale Hand, für was auch immer man die braucht, nutze ich eigentlich hier nie. Kann auch hier unten die Größe verändern, wenn man es nochmal besser machen will. Und hier könnt ihr alles nochmal wiederherstellen, wie es davor war. So, das ist ein sehr großes Tool-Dings. Jetzt kommen wir zu den Fluchtpunkten. Jeder weiß, der 3D-Zeichnung Zeichnung gemacht hat, weiß, dass es was ein Fluchtpunkt ist, hoffe ich mal. Es ist eigentlich relativ unrelevant für den Anfang. Und so könnt ihr halt ein räumliches Netz erstellen, so viel ich das weiß. Ich habe damit erst einmal gearbeitet, deswegen komme ich damit noch nicht so ganz klar. Man kann hier auf jeden Fall Räumlichkeit erzeugen. Ihr könnt jetzt hier, habt ihr zum Beispiel eine räumliche Wand erstellt. So, wenn wir jetzt hier mal schauen würden, wie würde hier die Wand in der Perspektive sein, könnt ihr jetzt quasi so einen Raum erstellen, 3D, und so kann Photoshop dann quasi verschiedene Objekte halt damit anpassen. Ist eine komplexere Sache, wenn ihr dazu ein Video haben wollt, schreibt es unten in die Kommentare. Dann werde ich mich damit noch ein bisschen beschäftigen und euch das haargenau im kleinsten Detail erklären, wie das alles funktioniert. Wird ziemlich komplex, hat mehr, nutzt man mehr, wenn man Komposition, also verschiedene Bilder ineinander in ein Bild quasi packen möchte, damit das von der Perspektive richtig ist. Dafür ist dieses Werkzeug ziemlich, ziemlich praktisch. Jetzt kommen wir zu den unteren Sachen. Das sind so auch Dings, das sind auch Filter, beziehungsweise eher Effekte. Man hat hier 3D-Effekte, man kann quasi das Objekt, wie gesagt, wie sein Name schon sagt, 3D, 3D machen. Beziehungsweise es öffnet sich, beziehungsweise das Objekt wird umgewandelt, wie ihr sehen könnt. Hier ist jetzt ein 3D-Objekt und könnt quasi das Bild anhand zum Beispiel einer Kugel, wie man es hier sieht, das Bild auf eine Kugel legen. Ihr könnt daraus quasi 3D-Objekte machen. Wer sich mit 3D-Druck beschäftigt oder so, ist das ideal, möchte ich hier nicht weiter groß erklären, weil das schon tiefer in Photoshop eingreift. Kommen wir zu den Rauschfiltern. Die finde ich ganz praktisch. Könnt ihr verschiedenste Sachen machen, wie ihr seht. Hier könnt ihr zum Beispiel das der Helligkeit interpolieren. Das heißt, wenn zum Beispiel gestochen scharf ist oder die Helligkeit irgendwelche Pixelfehler macht, könnt ihr diese Helligkeit quasi so smooth machen. Finde ich eigentlich ganz schön, falls das Bild da einen Helligkeitsfehler hat. So könnt ihr Rauschen entfernen, Rauschen hinzufügen. Wenn ihr zum Beispiel zwei Bilder ineinander fügt und das eine ist total verrauschen, dann kriegt das Rauschen nicht raus, dann könnt ihr das andere auch Rauschen machen, damit das gleich aussieht. Und könnt auch noch Staub und Kratzer reinpacken, wenn ihr das wollt, beziehungsweise entfernen. Kommen wir zum nächsten Reiter, das sind die Renderfilter, die ich mega toll finde. Ich zeige euch anhand der Beleuchtungseffekte, beziehungsweise Blendeeffekte, könnt ihr mit den anderen Sachen genauso machen. Ihr müsst das Bild ausgewählt haben, könnt ihr nur auf einem Bild machen, so wie eigentlich alle Effekte, so wie ich weiß. Da könnt ihr jetzt, wie ihr das bei vielen kennt, quasi eine Sonne hinzufügen, jetzt bei den Blendeeffekten. Man hat hier jetzt zwei Punkte, beziehungsweise einen Punkt, den man bewegen kann. Das ist quasi der Punkt, wo die Sonne steht. Ich würde sagen, hier steht die Sonne ungefähr da. Oder da steht die Sonne. Jetzt könnt ihr hier quasi eine Sonnen- beziehungsweise Objektivart nutzen, was auch bei Fotos entsteht. Zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal 33, 105er Millimeter, könnt ihr Helligkeit noch einstellen, das heißt gar nicht oder total überlichtet. Und könnt dann quasi hier diese Blendeffekte, man sieht das, glaube ich, bei dem am besten. Ihr seht ja, wenn es bewegt, da sind so Blendeffekte im Bild drin. Ihr könnt quasi dieses Bild blendemäßig nochmal aufwerten. Das könnt ihr halt eben auch mit den anderen verschiedenen, ihr könnt Flammen machen, ihr könnt Wolken reinbringen, Differenzwolken, ihr könnt Beleuchtungseffekte machen, also das sind die alles so, was das Bild beziehungsweise verändert. Ich empfehle hier den Blendeneffekt, wie gesagt, das ist mein Lieblingseffekt, den ich von denen hier nutze, weil es einfach in einem Bild, wo eine Sonne ist, einfach, und es sieht realistischer aus, wenn da ein Blendeneffekt drin ist. Scharfzeichnungsfilter erklärt sich quasi von alleine, man tut das Bild schärfer machen. Man kann hier zum Beispiel, hier nutze ich am liebsten den selektiven Schwarzzeichner, öffnet sich hier der Scharfzeichner, ein Feld, hat hier ein Vorschaubild. Und könnt jetzt hier die Stärke, den Radius und die Rauschreduzierung machen. Ich für den Anfang brauche ich ja nicht nur einen selektiven Schärfzeichner, nutzt den einfach, wenn ihr Bilder scharf machen wollt. Ich rate euch, übertreibt es nicht mit der Schärfe. Ihr könnt es gerne ein bisschen schärfer machen, das gibt dem Bild natürlich einen
wie gesagt, einen schärferen Look, aber übertreibt es nicht. Übertreibt es nicht, dann sieht es unrealistisch aus und seltsam. Stilisierungsfilter habe ich mich noch nicht wirklich mit beschäftigt, habe ich noch nie gebraucht. Weiß ich gerade auch ehrlich gesagt nicht genau, was es ist. Gehen wir weiter zu den Vergröberungsfiltern. Hier könnt ihr zum Beispiel ein Mosaik-Effekt machen und könnt quasi das Bild in Anführungsstrichen vergröbern, beziehungsweise in ein Mosaik vergrößern, also quasi Pixel. So wird das Bild in Farbpixeln aussehen. Großen Farbpixel. Kann man hier natürlich einstellen. Immer die Vorschau aktiviert lassen, dann seht ihr das immer gleich auf dem Bild. Könnt ihr natürlich auch mit Facetten, Farbrastern und verschiedenen Sachen halt machen, nicht nur Mosaik. So ist das beim Verzerrungsfilter genauso. Ihr könnt hier zum Beispiel das Bild verbiegen. Ihr habt hier quasi das Bild. So ist es normal in der Mitte und könnt, wer wo es hinmacht, verschiebt sich das Bild links und rechts. Ihr könnt auch hier Kanten wiederholen, dass quasi so Farbstreifen entstehen, was ich nicht rate, oder ihr macht so verschieben, wo das Bild quasi rechts, als ob das Bild ganz oft nebeneinander stände und es dann sich weiter so verschiebt. So könnt ihr ein bisschen halt verschieben. Nennt sich. Ist selbsterklärend eigentlich. Videofilter gehe ich jetzt nicht drauf an. Weichzeichner Galerie. Immer auch noch Weichzeichnungsfilter und Weichzeichner Galerie. Der Unterschied zwischen den beiden Sachen ist, Weichzeichnungsfilter tut das komplette Bild weichzeichnen und bei Weichzeichnen Galerie kann man es spezialisierter machen. Das heißt, ihr könnt hier mal das Feld auswählen. Ich habe jetzt hier in der Mitte so einen Punkt. Ihr könnt, wenn ihr irgendwo anders ins Bild drückt, könnt ihr nochmal solche Punkte erstellen, zum Beispiel. So. Ihr habt es weich gezeichnet, automatisch ist es hier auf 15 Pixel weichzeichnen. Ich hätte zum Beispiel diesen Punkt auswählen und sagen, nee, da möchte ich es schärfer haben. Mach es mal auf 3. Das ist ausgerendert und da ist es scharf. Aber am Rand ist es noch unscharf. Weil bei diesen Punkten die Schärfe noch bei 15 liegt. Also wird quasi die Schärfe von dem Punkt zu dem Punkt erhöht und man kann quasi so einen Fokus erschaffen, beziehungsweise ein, nennt sich das, ich hab's vergessen, Tiefenschärf, glaube ich, nennt sich das. Auf jeden Fall bei einer Kamera kann man ja fokussieren, weil das Vorderobjekt raussticht und der Hintergrund weich gezeichnet wird. So, damit kann man sowas quasi manuell erzeugen. Ich mach's selten, weil, keine Ahnung, es mir zu viel Aufwand ist und es teilweise ja nicht genau das Objekt, sondern die Punkte quasi einzeln macht, aber kann man auch mitarbeiten. Weichzeichnungsfilter empfehle ich euch den Gaussche-Weichzeichner. Die anderen sind auch relativ unrelevant, Gaussche-Weichzeichner. Tut einfach das Bild weichzeichnen, das heißt, es wird unscharf, es wird verschwommen, es wird matt. Könnt ihr hier natürlich vom Radius von 0,1 am wenigsten weichzeichnen bis 1000%, wo ihr quasi nur noch Farbe habt. Ja, kommen wir jetzt ins letzten Filter online suchen. Hier werdet ihr dann auf eine Internetseite weitergeleitet von Adobe selbst. Da könnt ihr verschiedene Add-ons zu Adobe holen und sozusagen auch neue Filter. Hier stellen ganz viele Leute Sachen rein. Hier könnt ihr auch kostenlose sowie Sachen für Geld, die aber leider alle nur mit Dollar funktionieren, könnt ihr halt verschiedene Sachen für, beziehungsweise Erweiterungen für Adobe kaufen. Das soll es gewesen sein mit den Effekten in Photoshop. Im nächsten Video beschäftigen wir uns mit Retuschieren, soviel ich weiß. Also schaut nächste Woche wieder vorbei. Wenn ihr die letzten Parts noch nicht gesehen habt, schaut sie euch an, sie sind echt gut. Und ihr könnt gerne mal auf der Website vorbeischauen. Da habt ihr nochmal alles im Überblick, was ihr alles zu Photoshop wissen müsst, um einen perfekten Start in Photoshop zu haben und damit nicht aufgeschmissen, das Programm startet und nicht wisst, was ihr machen könnt und wie das alles funktioniert. Schaut euch die Videoreihe an. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, euer Crazy Games.